Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin die Miri und unser Inventar ist ziemlich voll. Ich werde erstmal in den Keller gehen. Oh, wo der Käse fertig geworden ist. Okay. Den sammeln wir natürlich ein, ist ja klar. Das ist aber auch wirklich eine reichliche Menge jetzt. So, den Käse haben wir. Da müssen wir natürlich auch wieder was reinmachen. Wir fangen mal mit Käse an. So. Das war Teil 1. Dann nehmen wir noch diesen Käse mit. So. Hier ist alles gut. Ach, Moment. Stopp. Das Iridium nehmen wir natürlich mit. Ich wollte außerdem noch Fernsehen schauen. Wetterbericht für morgen. Klar und sonnig. Auf den Ferninseln auch. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass es vielleicht mal wieder regnet dort. Geister sind heute leicht verstört. Okay. Geburtstag hat keiner. Hallo, Abigail. Nachdem der Winter vorbei ist, können wir uns auf viel produktives Wetter freuen. Also ich fand eigentlich, dass ich im Winter auch durchaus produktiv war. Aber naja. Ja, Louis schenkt uns mal wieder 500 Gold, weil wir so ein netter Farmer sind. Okay. Also. Erstmal hier wieder aufräumen. Ja, wir haben sehr viele Muscheln. Naja gut, wenn wir heute jetzt nicht so viel Glück haben, dann würde ich sagen, ist das wieder so ein passender Tag, um sich mal ein bisschen mehr um den Hof zu kümmern. So. Also, das Essen kommt hier hinten hin. Ah, fast. Wir haben es fast. So, wir verkaufen natürlich den Käse. Shit. Jetzt habe ich mich versehentlich hier runter teleportiert. Das war natürlich richtig dämlich. Okay. Ich glaube, das war unser letztes Teleport-Totem. Ah, Leute, das passiert, wenn man dann immer das Falsche in der Hand hat. So, die Ananas verkaufen wir. Einen von den Fischen hier. Also was Dämliches aber auch. Okay. Garnele kommt hier eigentlich auch mit rein. Achso, der Fisch, der kommt gar nicht hierhin, sondern hierhin. Ja. Ach so, dann wollte ich natürlich mich eigentlich auch mal drum kümmern, hier diese die Mühle zu versetzen. Das könnte ich jetzt eigentlich gleich erstmal machen. Also ich werde einmal hier durchgehen, die Sachen alle einsammeln. Dann machen wir natürlich auch frischen Käse hier. Davon was rein und natürlich auch ein bisschen Wolle. Es gibt auch wieder reichlich Trüffel.
Die Eier. Klappt sogar, sehr gut. Dann zweimal Ente. Und auch noch ein paar normale. So. Jawohl. Okay. Dann schnappen wir uns mal unser Pferd. Wir könnten für den Zwerg ein Geschenk mitnehmen. Wir könnten außerdem kurz bei der Abenteurergilde vorbeischauen, da wir jetzt ja ein weiteres Ziel erfüllt haben. Nämlich das Schleimziel. Daher würde ich dann schon gerne meine Belohnung abholen, ne? So, Robin, guten Tag. Ich habe einen netten Ausritt gemacht, keinen Spaziergang. Dann bewegen wir einmal die Mühle, die hier wirklich einen sehr schlechten Platz hat. Stattdessen vielleicht... Na, ich muss gerade überlegen. Weil ich schon noch überlege, ob ich diesen ganzen Bereich noch mal ein bisschen nach unten verlängere. Nicht, dass mir die Mühle gleich wieder im Weg ist. Ich mach's mal hier hin. So. Ja. Sieht gut aus. Das war's auch schon. Achso, das Pferd nehmen wir natürlich mit. So, Herr Zwerg, ich habe schon wieder ein Geschenk für dich. Bitteschön. Naja. Ach, die Abenteurergilde hat natürlich noch gar nicht offen. Gut, dann schauen wir kurz in unseren Steinbruch rein. Ob ein bisschen was dazugekommen ist? Naja. Nicht so richtig, ne? Ich werde es mal trotzdem abbauen. So. Es ist 13.50 Uhr. Jetzt 14 Uhr. Wir können rein. Ja, wir haben einen Gast. Der Schleim-Charmeurring verhindert Schaden durch Schleime. Das ist insofern ideal, dass wir jetzt dann in den Schleimstall reingehen können, ohne uns zu verletzen. Ja, also ein bisschen was gibt's noch. Auch durchaus in der normalen Mine. Was geht da eigentlich? Also von Schlangen sind wir auch nicht mehr so weit entfernt. Und Staubgeister, gut, die sind natürlich ein Problem. Skelette, Schattengeister, Tja, mal sehen, ob wir irgendwann uns das auch noch ergrinden. Aber mit Sicherheit nicht, solange ich jetzt noch genug andere Dinge zu tun habe. Also, es ist natürlich jetzt so, wir sind schon in Jahr 3. Und natürlich überlege ich mir schon auch, wie lange dieses Let's Play gehen soll. Man will es ja auch nicht ganz tot reiten. Aber also es gibt ein paar Sachen, die ich noch gern machen würde. Das eine sind natürlich die Ingwerinsel. Da würde ich gerne das möglichst komplett durchbekommen. Weiß nicht, was das bedeutet. Müssen wir mal sehen. Und also das würde ich auf jeden Fall gerne machen. Achso, Kohle habe ich. Sehr gut. Stopp. Hier. Und dann würde ich natürlich gerne hier auf dem Hof noch ein bisschen weiterkommen. Auch noch diese letzten Gemeindeverbesserungen zum Beispiel besorgen. Also da gibt es schon noch die ein oder andere Aufgabe, die uns hier erwartet.
ein bisschen mehr Iridium hier herstellen. So, da ist wieder eine Runde fertig geworden. Das heißt, dass wir vielleicht noch eine herstellen können. So, wir haben hier nochmal dreimal Ziegenmilch und dreimal diese Milch, dann noch einmal Wolle und ja, nehmen wir mal ein paar Eier noch mit. So, also was man jetzt schon ein bisschen bemerkt, ist, dass wir jetzt so viele Fässer unten im Keller haben, dass wir, glaube ich, nicht schnell genug nachproduzieren. Und deshalb würde ich mir, glaube ich, die Produktion hier auch noch mal ein bisschen erweitern. So. Das heißt, ich werde noch mehr Fässer von allem Möglichen brauchen. Das könnte ich mir gut vorstellen. So. Gelee, Schattenmayonnaise, Entenmayonnaise, diese Mayonnaise wird alles verkauft. Das behalten wir erstmal noch. Dann. Was machen wir jetzt in die Fässer rein? Wir haben natürlich auch sehr viel Aprikosen. Könnten wir ein bisschen Aprikosengelee machen. Ich meine, wir haben ja diese Bäume jetzt nicht nur gepflanzt, damit wir die Sachen sammeln können. Ne? Das soll ja schon auch Geld bringen. Machen wir es so. Da sind sie. Ach so, und das ist, also Ananas ist Obst. Packen wir hier dazu. Rhabarber gehört auch zu den Früchten. Hier. Ach, schon gut voll. Und jetzt haben wir hier noch einige Sachen zu ernten. Nein. Also eine Blume bleibt natürlich wieder stehen. Das kennen wir ja schon, das Prinzip. Hier ein bisschen was rein. Eigentlich wollte ich mir das hier auch mal ein bisschen sortieren. Also ich wollte in eines eher das Gemüse reinmachen und eins eher das Obst. Könnte ich jetzt ja schon mal mit anfangen. Das ist auf jeden Fall Gemüse. Das hier, das hier. Diese Sachen. Diese Blumen würde ich mal verkaufen. Damit kann ich eh nicht so viel anfangen. Die können weg. Gut, man könnte vielleicht die ein oder andere noch an Evelyn verschenken. Da halten wir doch noch ein paar davon. Da muss ich nachpflanzen. Da brauche ich, glaube ich, erstmal Saatgut zu. Nehmen wir das hier. Also. Oder haben wir noch was? Sommerschmuck? Nee. Scheint nichts weiter zu haben. Ich nehme schon mal die gemischte Saat hier. Okay. Die Blume behalte ich für Evelyn.
Das hier kommt hier rein. Dann muss ich mal kurz noch ins Gewächshaus reingucken. Wo wir noch einen großen Sprinkler mehr bräuchten. Wir haben ja jetzt eigentlich auch schon so viel Iridium. Wir könnten uns das locker leisten, da einen hinzustellen. Das wäre natürlich noch eine Idee, ne? Bisschen Platz haben wir noch. Dann gehen wir hier noch ein bisschen ernten. Oh nein, jetzt habe ich den Granatapfel gegessen. Das wollte ich gar nicht. Endlich hat Hans sozusagen seinen Willen bekommen. Er durfte seinen Granatapfel essen. Mann, ey. Mann, Mann. Also, Kaffee kommt hier rein, denn der muss in die Fässer. Da müsste ich vielleicht mal hier das noch abschließen, ne? Wo haben wir denn eigentlich das hier? So, dann brauche ich noch ein bisschen Holz, weil ich noch die Tore herstellen muss. So. Ich habe ein bisschen Zweifel, dass ich mit meinem Pferd jemals hier hinten langlaufen werde. Das bezweifle ich irgendwie doch sehr stark. Daher denke ich, dass wir das hier problemlos erweitern können. So ein bisschen zumindest. Ach, komm schon. Ja, haben wir wieder kein Eisen darüber, das ist klar. Hab ich die jetzt kaputt gemacht dabei? Ach so, wahrscheinlich, wenn die ein paar Tage stehen, dann gehen sie kaputt, genau. Die gehen ja auch kaputt, also man muss die ja auch nachproduzieren, sozusagen. Na, das ist natürlich jetzt nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Na gut. Es ist 0 Uhr. Wir gehen mal schlafen. Mal gucken, was Abigail uns heute Nacht so erzählen möchte. Nichts offenbar. Oh. Oha, Leute. 36.000 allein hier im Hofbereich. Ja, der Käse war ganz ordentlich. Ja. Und damit beginnt ein neuer Tag auf unserem Hof. Wetterbericht sagt wolkig. Nach dem Fernsehen ist es wieder bestes Wetter. Sind wieder neutral gesinnt, die Geister. Okay. Etwas Iridiumerz. Morgen. Oh, sie hat uns wieder eine Bombe geschenkt. Das ist aber sehr nett von ihr. Dann mache ich hier mal den Käse noch rein. Ja, aber wir müssen unbedingt mehr nachproduzieren. Ansonsten kommen wir da, glaube ich, nicht richtig hinterher. George hat wieder Qualitätssteine gefunden, die er uns schenkt. Nett von ihm. Wenn auch leicht unnötig. So, eine Geode aufbrechen. Dann sind hier wieder Sachen fertig. Also offenbar produzieren die immer Tinte, die Tintenfische. Was ich okay finde eigentlich. Habe ich nichts gegen.
Den würde ich ja zu gern ausrüsten, ne? Dann müsste ich vielleicht dann doch mal in den Vulkan reingehen und meine Ringe kombinieren. Dann könnte ich zum Beispiel einen Vampirring herstellen, der auch gleichzeitig Schleims abhält oder so. Wäre ja nicht verkehrt, ne? So. Also, wenn ich weitere Zäune herstellen will, dann muss ich unbedingt mehr Eisenbarren haben hier. Machen wir das hier zuerst mal. Dann wollte ich auf jeden Fall noch einen Sprinkler herstellen. Wo habe ich die Batterien? Habe ich die noch hier hinten? Ich habe ja hier irgendwann mal alles recht wild ausgeräumt. Also hier sind zwar ein paar Sachen. Aber wo habe ich meine Batterien hingepackt? Verbraucht habe ich sie ja wohl kaum, oder? Oder habe ich sie alle verkauft? Kann ich mir irgendwie kaum vorstellen. Ah, hier. Da sind sie. Was auch immer sie hier suchen. Sehr schön. Dann haben wir wenigstens das. Okay, also einmal Iridium-Sprinkler. Dann wollte ich noch ein bisschen Eisen herstellen. Wir werden auch noch mal diese gefrorene Geode aufbrechen. So, dann brauchen wir mehr Eisenzäune. Her damit. Okay, hier soll der Durchgang hin. Das war jetzt so der Plan. Na? Ach, komm schon. Wo habe ich ihn denn? Hier. So. Das muss ich jetzt natürlich erstmal noch offen lassen, weil das ein oder andere Tier sich jetzt hier schon wieder umgestellt hat. So. Und da hätte ich jetzt schon gerne auch noch was. Würdet ihr bitte mal hier weglaufen? Es geht nicht. Es geht nicht. Okay. Dann halt erstmal den Honig hier. Blaujatz und Tulpe. Oh Gott, welcher war jetzt nochmal der wertvollere? Weil einen davon konnte man immer verkaufen und einer war besser für Met. Und ich habe vergessen, welcher welcher war. So, auf jeden Fall können wir wieder Sachen anpflanzen. So. Tja, welcher war welcher? Wenn ich das jetzt wüsste. Ich werde mal beide behalten. Muss ich nochmal drüber nachdenken, wie das war. Ja, so, ich wollte mehr Fässer. Dann mache ich das auch. Erstmal hole ich mir den ganzen Trüffel hier. Dann sollte ich vielleicht auch das hier machen. Mein weiterer Weg, um an mehr Sachen zu kommen, ist natürlich auch, dass ich etwas regelmäßiger mich um den Käse kümmere. Das habe ich ja in letzter Zeit ein bisschen schleifen lassen. Hm.
So. Und dann würde ich noch mal kurz in den Schleimstall gucken. Und diesmal werden wir mal den Ring ausprobieren. So. Ach so, Moment. Da sollte ich vielleicht auch noch ein weiteres Ei mitnehmen. So. Nehmen wir das blaue Schleim einmal mit. So. Und jetzt können mich die Schleime hier mal. Machen hier mir keinen Ärger mehr. So, und auf die Tour kann ich es jetzt natürlich auch hier rüber locken. So, wie sie mir wieder schön hinterherkommen, ne? Ha. So. Hervorragend. Das machen wir zu. Ich habe ganz vergessen, dass ich hier unten noch Obstbäume habe. Fällt mir gerade ein. Gott, wie sich die Bäume hier ausgebreitet haben. Ach du Scheiße, Leute. Also hier muss ich unbedingt was tun. Tja, wie machen wir es? Eigentlich wollte ich mich ja jetzt darum kümmern, hier mehr Sachen zu haben, also mehr Fässer. Aber wenn ich mir hier diese Holzmengen anschaue, glaube ich, dass ich mich eher erstmal darum kümmern sollte. Ich werde es so machen. Ich werde jetzt off-camera diese ganzen Bäume hier wegschlagen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es hier mal wieder weitergeht, mal gucken, wie viel Uhr dann ist. Ob immer noch derselbe Tag ist, werden wir dann sehen. Bis dann, macht's gut, eure Miri.